Hallo, Servus und zurück zu Final Fantasy 15, der mittlerweile schon 10. Folge. So, den blöden Frosch haben wir endlich gefangen. Ewig noch gesucht nach dem blöden Vieh. Und auf einmal stand er vor mir, ganz unverhofft, und hat gesagt: Fang mich nicht, fang mich nicht. So, aber weiter geht's. Hier habe ich noch ein Fragezeichen gesehen, weil man eigentlich gleich in der Nähe war. Da habe ich mir gedacht, da gehen wir jetzt gleich hin. Hey Nacht, über dir! Soweit ist es eigentlich nicht weg. Hey, doch 400 Meter, aber ich schaffe schon das erste Mal nachts hier alleine unterwegs. What the fuck? Ich renne einfach mal raus, also egal ist. Hin. Okay, dann sind wir jetzt aber bei dem Schiff hier, glaube ich, oder? Nachts ist Reisen gefährlich. Wenn dein Ziel weit entfernt ist, solltest du lieber eine Unterkunft suchen und bis zum Morgen warten. Schließen brauchen wir jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Unterkunft. Hier können wir auf jeden Fall abbauen. Lagerstelle. Okay, ja, wir haben eh eine Lagerstelle gefunden. Ja, dann machen wir das doch gleich. Dann ist es egal. Wollen wir aber hier campen? Ich werde mir erst hier das Zeug abbauen. Okay, ist voll, aber Blitz dürfte nicht voll sein. Nachts ist er wirklich blöd, finde ich, weil nachts sieht man eigentlich nicht viel. Okay. Schaut zum Feuer aus. Feuer ist auch voll, okay. Okay, jetzt zelten wir mal. Zählen den. Ich bin auch total alle. So. Was kann ich denn machen? Mach mal das hier. Lecker. Ich will nur das Schnitzel. Hammer! Das hast du auch erwischt? Ja, claro! Nee, oder? Wie peinlich. Noctis hat gestern eines seiner Leibgerichte gegessen. Der Kommandobalken füllt sich deshalb heute schneller. Ah, okay. Alles klar. Neuer Tag, neues Glück. Ja! Auf so, geht's. Wir wollten da hin. Die andere können wir schon abgeben mit dem Frischen, machen wir es aber noch nicht. Wenn wir schon in der Nähe sind hier, dann erledigen wir das auch gleich. Einfach mal ein paar Quests hier abgrasen. Ich reite los auf meinem Chocobo. Ich hab nen Ohrwurm. Sind wir jetzt falsch, oder? Obwohl, wir müssen eigentlich genau hier hinkommen dann, ne? Gehen wir auch mal hier weiter. Dann sehen wir schon. Nachher eine kleine Pause. Hast du gerade Pause gehabt jetzt? Was ist das hier? Ein Raptorenkäfig oder was?
Gehen wir hier hoch. Riecht dir das auch? Oh, was ist hier? Ein hoffnungsloser Fall. Selten so einen Schokobonaren gesehen. Ah, das ist auf jeden Fall eine Kantine. Das heißt, wir können da wieder in der Landschaft was aufdecken. Ja, gehen wir erstmal hier runter. Zack. Schokobo Ranch. Die Countess-Platte steht ja echt in Flammen. Kann man die überhaupt betreten? Wollen wir nicht zur Countess-Platte fahren? Sie ist ganz nah. Leute, was soll ich machen? Einfach mal dahin, ist wurscht. Ja, warum nicht? Großartig. Ich wollte den Meteor schon immer mal sehen. Okay. Bevor wir das machen, gehen wir aber nochmal da hoch in die Kantine da rein, oder was das ist. Ja, komm hoch. Kommst du denn hier hoch hier, oder was? Ja, gut. Können wir bestimmt ein paar Sehenswürdigkeiten aufdecken oder so? Ortsinfos, okay, Entschuldigung. Stutzen und striegeln wie die Profis. Putzen Sie Ihren Vogel raus, damit er sich morgen kraftvoll aufpolstern kann. Aufplustern kann. Pronto, da musst du hin. Jetzt hör mal, das ist für Chocobos. Entschuldigung, ich würde gerne auf einem Chocobo reiten. Auf einem Chocobo? Tut mir wirklich leid. Aber im Moment geht das nicht. Lässt sich leider nicht ändern. Du musst wissen, diese Gegend wird derzeit von einem Behemoth namens Nebelauge heimgesucht. Und meine Chocobos fürchten sich vor dem Ding. Um zu verhindern, dass was Schlimmes passiert, habe ich den Verleih erstmal eingestellt. Moment mal. Der heißt, muss ich den killen, oder was? Denen man in letzter Zeit so viel hört? Wie sieht's aus? Würdet ihr euch um die Bestie kümmern? Natürlich springt da eine hübsche Belohnung bei raus. Ich will euch nicht zu sehr bedrängen, aber bitte überlegt es euch. Womit kann ich heute dienen? Und sonst? Alles in Ordnung bei euch? Die armen Chocobos sind schon ganz schrecklich. Schrecken von Duskay. Das machen wir. Viel Glück. Ist der andere Jagdauftrag wahrscheinlich weg, oder? Dazu brauchst du also Infos. Okay, Parkplatz, Parkplatz. Ortschaften. Sehr gut. Oh, Sammelstellen. Okay. Was hast du zu fressen da? Na, was darf's sein? EP Maximum plus 400. Eisresistenz Feuer. Machen wir das mal. Kostet 120 Gil. Jo, machen wir das mal. Ich glaube, das ist ganz gut. Gern. Nur einen Moment Geduld. Ne, weiß ich nicht, was der für Angriffe macht, das Fiedern. Guten Appetit! Okay. So, okay. Schaut mal wieder vorbei. Aufgaben. Genau, jetzt ist nämlich die andere ist jetzt nämlich weg. Aber ist nicht so schlimm. Wir machen jetzt diese Quest hier. Die können wir abgeben. Pilgerfahrten machen wir dann nach. Jetzt machen wir erstmal die Quest. So, wer ist denn jetzt weg wieder? 500 Medi. Okay, machen wir das mal. Vielleicht können wir ja dann mal einen Schokobo mieten. Nacht. Sieh mal hier. Was gibt's? Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Was ist denn jetzt schon wieder los? Achso, das ist die andere Quest. Hä? Aufgaben? Ich wollte die hier machen. Obwohl die andere eigentlich auch nicht weit weg ist, gell? Aufgaben. Schokobo-Freuden. Auch gleich hier hinten. Nebelauges Unterschlupf finden.
kann ja nicht so schwer sein. Das wird bestimmt irgend so eine Höhle sein. Was so? What the fuck? Irgendwas stimmt nicht. Okay. Scheint ganz schön groß zu sein. Das Vieh. Unsichtbare Wand. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Tja, lasst uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee. Ja. Ich bin dabei. Oh ja. Hasta la vista. Pass besser auf, Nockt. Also da. Ich bin überwältigt. Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Klar. Magic. Oh, Blitz haben wir gar nichts mehr. Nur 40 plus noch. Was haben wir denn hier drin? Schätze. Blitz mal 4, mal 4. Machen wir mal das hier. Ausrüsten. Okay, dann haben wir jetzt den Zweierkette Blitzstufe 26. Das heißt, dass zwei Blitze dann kommen, nicht nur einer. Sehr nice. Kein Scheiß, Gladius. Scheiße. Was ist denn das für ein Vieh? Warte. Los.
Auf geht's. Ich bin hinter dir. Weiter geht's, Leute. Er hat Auge und Horn sicher im Kampf verloren. Dann attackieren wir ihn also von rechts. Aus dem toten Winkel. Lasst Vorsicht walten. So, jetzt müsste eigentlich der da sein. Da ist er. Greifen wir an. Noch nicht. Er scheint auf dem Weg zu seinem Nest zu sein. Finden wir erstmal unbemerkt heraus, wo das liegt. Verstanden. Zeit zum Schleichen. Folge Nebelauge unbemerkt zu seinem Unterschlupf. Wenn er dich bemerkt oder du ihn aus den Augen verlierst, ist die Verfolgung gescheitert. Ach du Scheiße. Wo sind die anderen überhaupt? Ich bin alleine jetzt, oder was? Okay, wenn ich jetzt vier bleibe, dann schleiche ich praktisch. Schau mal, dass ich nur den Schwanz noch sehe, dann müsste es eigentlich reichen. Ich glaube, der geht jetzt hier rum um den Felsen anscheinend. Spielt denn ja da? Ah, wie lange dauert denn das so, ihr Mensch? Hm.
Du hast Nebelauges Versteck erreicht. Zwänge durch die Felsspalten und betritt die Ruinen. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Was macht der denn da? Ich glaube, das war jetzt nicht so gewollt, dass der hier ist. Aufgabe aktualisiert. Okay. So viel dazu. Nebelauge aufspüren. Ah. Eh schon voll wahrscheinlich. Okay. Nebelauge besiegen. Ach du Scheiße. Okay, Leute, ich würde sagen, auf in den Kampf. Mal gucken, wo der ist. Der Schlingel, der. Kann man da hochspringen? Nö, da müssen wir rumgehen. Wir werden sterben, ich sehe es kommen. Nebelauge besiegen. Dann besiegen wir ihn nochmal. Oh mein Gott. Irgendwas mit Feuer zum Explodieren bringen. Mann, was für ein Brocken. Kann man das nicht drauf? Nord, greif den Feind von hinten an! Hier, bitte! Sieht nach einem echt harten Rücken aus. Reicht. Wenn diesem Gegner nicht beikommen, fürchte ich. Boah! Prompto macht nicht mehr lang. Nein, was ist denn hier? Soll ich denn das Ölfässer mit Feuer? Mit Feuer? Scheiße, ich hab kein Feuer. Ja. Danke. Hat er denn jetzt den Blitz, also? Oh, Ausrüstung, was ist denn jetzt hier? Feuer, meine Fresse. Gladio! Oh, ey, das ist doch scheiße. Nord, geh in Deckung und erhol dich. Nord! Game over. Okay, Heiltrank. Meine Phönix wieder, oder wahrscheinlich? Ja.
Kann ich denn das machen? Das ist unmöglich. Boah, ey, ist das ein Scheiß. Oh, warp halt da oben hin. Sieht nicht gut aus. Verstehe nichts, ganz ehrlich. Verstehe nicht, wie diese scheiß Fässer hier. Sonst war's das für uns. Noch besteht Hoffnung. Beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Na, geh doch mal weg. Genügend Daten. Noct, kümmerst du dich drum?
Boah. Augen auf! Ah, tut mir leid. Oh, Alter. Das war ja... Hervorragend. Katastrophe. Katastrophe. Genauso wie bei Ritter des Königs? Hä? Vier Typen, die gemeinsam kämpfen. Dann habe ich eine Stärke von 5 Sternen. Keine Chance. So einen Wert kann nur ich haben. Schauen wir mal, ob es unten weitergeht. Nee, geht's nicht weiter. Okay. Kann ich mich nicht hinporten? Nee, okay. Du musst echt schauen, dass es genau am Fass steht und dann halt deinen Feuerzauber drauf wirkst. Hat eigentlich nur 2 gebraucht, aber dass der mal genau da steht, das ist schon. Ich würde eigentlich das Ding jetzt zum Explodieren bringen, das Riesenfass da, aber ging leider nicht. Okay, wir sind den Tod. Haben wir es gerade noch mal so geschafft. Also, wie kommen wir jetzt hier raus? Hier kommen wir gar nicht mehr hoch, oder? Oh, wie kommen wir jetzt hier raus? Da kommen wir nicht raus. Oder wir müssen den Bus hier runterspringen. Wird wahrscheinlich wieder eine unsichtbare Mauer sein. Ja, war klar. Kehre zur letzten Unterkunft zurück. Geht nicht. Kann nicht zur letzten Unterkunft. Ich reite los auf meinem Chocobo. Ich hab nen Ohrwurm. Ja. Hier sind viel zu viele Insekten. Weichling. Hier komme ich doch aber gar nicht mehr hoch. Oh Gott. Spinne ich jetzt oder was? Aber unten war doch auch nichts mehr, oder? Ja, muss es ja eigentlich hier hinten irgendwo rausgehen, oder? Okay Leute, ich würde sagen, ich kehre zur Unterkunft zurück und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da oder auch ein Abo. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, Servus, euer Andi.